Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham. Origins. Wir sind hier so mitten im Royal Hotel, haben gestern gesehen, wie der Electrocutioner hier mit dem wunderschönen, was ist denn das, ein Kronleuchter, durch die Decke gestürzt kommt, weil der Joker ihn so ein bisschen runtergeschubst hat oder aus dem Fenster geschubst hat. Wie auch immer, wir haben seine Handschuhe, das ist das Geile an der Sache. Wie kann ich denn die nutzen? Ach so. Wie geil ist das denn? Kann ich das jetzt immer machen? Ostturm, 10. Stock. Ich glaube, hier ist reingeschneit. Haben Sie den Joker gefunden, Sir? Ja, er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Okay, die Handschuhe gefallen mir jetzt schon. Und wir werden mal mitten in die Meute rennen. Kawabunga! Bamsen! Hallo, ich bin's. Hackfleisch, ne? Das ist ja schön. Aus Hackepeter wird, naja, ihr wisst ja. Bam! Mein Problem sind so viele kleine Ganoven, die hier zu versehen und versammelt sind. Aua. So, kommt her. Geil, habe ich jetzt Elektro? Geil, geil, geil. Das ist ja Oberheavy. Krass! Wir haben Elektrohände. Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte. Mhm. Was? Halten Sie am Aufladen? Ach, hier ist das Ding. Sehr schön. Nein! Ich will das da haben. Ey. Kriege ich es eventuell mit dem Dingens hier? Wie heißt der? Yes! Employees only. Gut, dass wir hier arbeiten. Dann können wir ja mal rein. Ich hab dich schon gesehen. Bamsen! Sehr schön. Kommt hier noch irgendwas? Nö. Na dann mal. Rein in die gute Stube. Und wir müssen da ganz oben. Aufzugsschacht. Ist klar. Meine Schockhandschuhe sind auch nicht mehr großartig aufgeladen.
nicht sehen, Mann. Ich schäme mich einen Dreck um deine Familie. Tschüss. Bring's endlich zu Ende. Lass mir doch den Spaß, Mann. Du bist gut. Ah, ich hasse Messer. Also hau ab mit deiner Meine Güte. Stinker kann sich wieder nicht konzentrieren. Jetzt geht's los. Bamsen, das war der Arsch in Großaufnahme. Zauberhaft. Ups. Cool, wenn die Hände wütend werden, du, dann wächst da kein Gras mehr. Okay, ich nehme an, den muss ich hier verhören. Na Digga, was los? Bitte, bitte. Tun Sie mir nichts. Nichts aus. Angst. Ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo ist das? Die hängende Bar zwischen den Türmen. Oh. Wer hat gewonnen? Was steht denn da drauf? Safari, try again. Bankrupt. Mhm. Ach, da ist er wieder. Okay. Huch. Nee, hier. Angestellte für dich und oh je, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend, aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich! Kopf hoch, fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt um die Ecke. Garniert mit etwa 400 Pfund Schlägern. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie natürlich versucht haben, hier diesen Joker nachzumachen aus The Dark Knight, ne? Von Heath Ledger gespielt. Aber ich glaube, das haben sie nicht wirklich getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich in Englisch anhört, aber ich glaube aktuell hier so die, auf jeden Fall die Synchro von dem ist nicht so psychomäßig oder kommt nicht so psychomäßig daher wie in The Dark Knight. Wo ist? Wer ist denn das? Freak? Ah, okay. Hier darf ich nicht runter. Ich verstehe. Ja, was soll ich denn hier machen, verdammte Axt? Ach. Das soll mal einer sehen. Meine Fresse. Nee, wie ist denn das Dings? Auf der... Zack. Zzzzt. Und wer bist du? Bam! Gleich wird jemand erschossen. Hm. Das ist alles hier so ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Oh, ein Dicker. Mit der Rüstung. Sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird.
Die Dummen werden nicht weniger. Was zur Hölle? Gibt's irgendwo einen Durchgang, den ich nicht gesehen habe? Wäre ja nicht das erste Mal. Nö. Äußerst bedauernswert. Für dich meine ich, für mich ist das die reinste Unterhaltung. Wir warten auf dich. Okay, das ist natürlich ein bisschen easy peasy jetzt gewesen. Aua! Nicht, dass ich hier rumsterbe. Das ist ja... Na gut, dann haben wir es ja doch noch geschafft mit dem Unterbrecher. An den habe ich natürlich gar nicht mehr gedacht. Mit keiner Silbe. Und ich finde es eigentlich cool. Ich finde die Handschuhe geil. Muss ich mal echt so sagen. So. Wir sind... Abwasser. Was? Wäscherei. Boah. Gut. Gibt es hier was Wichtiges? Was ist hier unten? Turbinen. Was ist das denn Schönes? Nichts. Hep, hep. Ich muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Na dann. Ich bin gleich da. Das ist ein toller Lüftungsschacht hier, ganz ehrlich. So, Drahtseilakt. Dum 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 dum. So, und hier rüber. Da komme ich nicht durch. Okay. Naja, wenn es weiter nichts ist. Nein. Das sieht mir danach so einer Bedclaw-Aktion aus. Toll. Ach so. Alles klar. Wie wär's, wenn du runterkommst? Tschüss.
Wo müssen wir denn lang? Oder wo müssen wir hin? Willst du mich veräppeln? Bin im Kreis gerannt? Nee, bin ich nicht. Fünfundzwanzigster Stock, Westturm. Na dann. Oh nee. Sind wir raus? Aha. Okay. Also im Tod können wir nicht stürzen. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst übertroffen. Das Bad hat drei verschiedene Sorten Seife. Ich meine, wer hat Zeit für so viel Hygiene? Ich springe meistens nur in einer Wanne Säure und lass es gut sein. Bam, bam. Guten Tag. So einfach geht's. Oh, wen haben sie denn da gerüstet? Tut mir leid für dich, kleine Maus. Oh. Kann man das irgendwo abstellen? Nöp. Dann gehen wir mal hier rein. Oh Gott. Was ist denn hier? Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ach du Scheiße. Es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Manchmal? Du bist immer zwanghaft, junger Mann. Na gut. Gehen wir mal hier rein. Wow. Ich habe kein gutes Gefühl damit. Bringen wir die Gäste hin. Bald hoffe ich. Ist fast fertig. Ich verstehe nur nicht, warum er es an unseren Jungs testen musste. Was? Jetzt geht's ab! Hallo! Wenn du keine Trap prügeln willst. Naja, komm, das ist ja ein. Leichtigkeit hier. Die fünf Leute werden wir ja wohl schon irgendwie überredet kriegen, mal sich so in Aua! K.O. schlagen zu lassen. Denkst du, packst uns alle? Natürlich. Jetzt geht's ab. Ich liebe diese Handschuhe. Ah! Ich habe einen ins Fressbrett gekriegt. Aua. Tut mir leid. Habe ich deinen Freund getötet? Ups, wie doof. Kann es sein, dass die Viecher ein bisschen schwieriger geworden sind? Dass sie ein bisschen mehr vertragen, mehr aushalten oder mehr austeilen? Irgendwie kam mir das vor, dass ich früher mit 16 Mann gleichzeitig irgendwie easy fertig geworden bin. Und jetzt kriege ich nicht mal mehr 5 hier down. Halt sehr, sehr merkwürdig. Naja. Whatever. Ich sag mal an dieser Stelle Tschüss und bis dann, weil wir nämlich schon wieder über der Zeit sind, beziehungsweise die Folge rum ist. Und ich bedanke mich natürlich fürs Einschalten. Wenn wir morgen hier die 3 da unten, die 5, die da waren, die paar Hansels, wenn wir die da gemeinsam besiegen wollen, dann müsst ihr natürlich wieder einschalten, wenn es heißt Let's Play Batman Arkham Origins. Bis dahin sage ich vielen Dank, bleibt mir treu, Däumchen nach oben nicht vergessen, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin, Tschüss und bis dann. Tschüss.